Hallo und moin moin. Herzlich willkommen zum Video über das Thema Verfahren der Artillerievermessung, das Vorwärtseinschneiden. Für die Artillerie, die in der Regel im indirekten Richten wirkt, hat die Vermessung zur Bestimmung des Standortes der Geschütze eine herausragende Bedeutung. Je genauer die Vermessungsergebnisse sind, desto genauer ist die Lage des Feuers im Anschluss daran. Das Vorwärtseinschneiden ist ein Vermessungsverfahren zur Bestimmung der Koordinaten eines Neupunktes, wobei wir von einem koordinatenmäßig bekannten, also bereits vermessenen Standort ausgehen. Im Folgenden werde ich das Verfahren anhand eines Modells simulieren. Hierzu verwende ich dieses fiktive UTM-Gitter 1 zu 50.000. Hier ist unser Festpunkt, also unser Standort. Er hat den Planzeiger 7300 6800. Auf diesem Festpunkt bauen wir unseren Richtkreis auf und richten ihn ein. Das heißt, der Richtkreis wird unter Berücksichtigung der Nadelabweichung auf magnetischen Ort ausgerichtet und die Libellen eingespielt. Bevor wir loslegen können, möchte ich noch einige wichtige Aspekte vorab ansprechen. Die grafische Darstellung ist ein Koordinatensystem. Hier befindet sich die X-Achse und hier die Y-Achse. Die X-Achse hat links vom Schnittpunkt mit der Y-Achse ihren negativen Bereich und rechts vom Schnittpunkt mit der Y-Achse ihren positiven Bereich. Wir können diesen Tatbestand damit belegen, dass links von unserem Standort die Ostwerte des UTM-Gitters abnehmen und rechts davon zunehmen. Die Y-Achse hat unterhalb vom Schnittpunkt mit der X-Achse ihren negativen Bereich und oberhalb vom Schnittpunkt mit der X-Achse ihren positiven Bereich. Wir können diesen Tatbestand damit belegen, dass unterhalb von unserem Standort die Nordwerte des UTM-Gitters abnehmen und oberhalb davon zunehmen. Dieses Koordinatensystem verfügt über vier Quadranten. Der erste Quadrant deckt den Winkelbereich von 1 bis 16.00' ab. Alle Punkte, die in diesem Quadranten liegen, haben sowohl einen größeren Ostwert als auch einen größeren Nordwert als unser Standort. Der zweite Quadrant deckt den Winkelbereich größer 16.00 bis 32.00' ab. Alle Punkte, die in diesem Quadranten liegen, haben zwar einen größeren Ostwert als unser Standort, der Nordwert ist aber kleiner als der unseres Standortes. Der dritte Quadrant deckt den Winkelbereich größer 32.00 bis 48.00' ab. Alle Punkte, die in diesem Quadranten liegen, haben sowohl einen kleineren Ostwert als auch einen kleineren Nordwert als unser Standort. Der vierte Quadrant deckt den Winkelbereich größer 48.00 bis 64.00' ab. Alle Punkte, die in diesem Quadranten liegen, haben zwar einen kleineren Ostwert als unser Standort, der Nordwert ist aber größer als der unseres Standortes. Die vorgestellten Tatbestände wollen wir nun im Hinterkopf behalten und mit der Bestimmung von Neupunkten beginnen. Wir beginnen mit der Bestimmung der Koordinaten von Neupunkt A im ersten Quadrant. Der Neupunkt soll sich hier befinden. Zu diesem Neupunkt A messen wir einen Richtungswinkel von 10.00'. Wenn wir die Koordinaten des Neupunktes A ausgehend von unseren Standortkoordinaten berechnen wollen, sind uns die Rechenverfahren der Trigonometrie sehr hilfreich. Dazu bilden wir ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Hypotenuse grundsätzlich den Alt- und den Neupunkt verbindet. Der Winkel im Dreieck entspricht Richtungswinkel zum Neupunkt A. Er beträgt also 10.00'. Noch einmal zur Erläuterung. Wie bereits erwähnt, verbindet die Hypotenuse Alt- und Neupunkt. Die Gegenkathete befindet sich gegenüber unserem Richtungswinkel. Da wir uns im ersten Quadranten bewegen, stellt die Länge der Gegenkathete eine positive Verschiebung des Ostwertes dar. Die Ankathete liegt an der Y-Achse an. Da wir uns im ersten Quadranten bewegen, stellt die Länge der Ankathete eine positive Verschiebung des Nordwertes dar. Die Länge der Hypotenuse ermitteln wir aus der Karte. Sie beträgt etwa 3600 Meter.
Die Länge der Gegenkathete berechnen wir, indem wir den Sinus des Winkels im Dreieck mit der Länge der Hypotenuse multiplizieren. Die Länge beträgt etwa 2993 Meter. Die Länge der Ankathete berechnen wir, indem wir den Kosinus des Winkels im Dreieck mit der Länge der Hypotenuse multiplizieren. Die Länge beträgt etwa 2000 Meter. Die Berechnung des Planzeigers des Nullpunktes A erfolgt wie folgt. Ostwert der Standortkoordinate zuzüglich Länge der Gegenkathete ergibt den Ostwert des Nullpunktes. Nordwert der Standortkoordinate zuzüglich der Länge der Ankathete ergibt den Nordwert des Nullpunktes. Allein die optische Überprüfung im UTM-Gitter zeigt, dass der berechnete Planzeiger richtig ist. Damit wäre das Vorwärts-Einschneiden an sich erläutert. Der Vollständigkeit halber möchte ich dieses Verfahren auch noch für Punkte in den anderen Quadranten vorstellen. Wir beginnen mit der Bestimmung der Koordinaten von Nullpunkt B im zweiten Quadrant. Der Nullpunkt soll sich hier befinden. Zu diesem Nullpunkt B messen wir einen Richtungswinkel von 32,00'. Wir bilden ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Hypotenuse den Alt- und den Nullpunkt verbindet. Der Winkel im Dreieck muss berechnet werden. 32,00 abzüglich Richtungswinkel 22,00 ergibt einen Winkel im Dreieck von 10,00'. Die Hypotenuse hat eine der Karten entnommene Länge von etwa 3600 Meter. Da wir uns im zweiten Quadranten bewegen, stellt die Länge der Gegenkathete eine positive Verschiebung des Ostwertes und die Länge der Ankathete eine negative Verschiebung des Nordwertes dar. Die Berechnung der Gegenkathete ergibt einen Wert von etwa 2993 Metern. Die Berechnung der Ankathete ergibt einen Wert von etwa 2003 Metern. Bei der Berechnung des Planzeigers des Nullpunktes B wird zum Ostwert der Standort die Länge der Gegenkathete addiert. Der Nordwert des Standortes wird um die Länge der Ankathete vermindert. Die optische Überprüfung im UTM-Gitter zeigt, dass der berechnete Planzeiger richtig ist. Wir fahren mit der Bestimmung der Koordinaten von Nullpunkt C im dritten Quadranten fort. Der Nullpunkt soll sich hier befinden. Zu diesem Nullpunkt C messen wir einen Richtungswinkel von 42,00'. Wir bilden ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Hypotenuse den Alt- und Nullpunkt verbindet. Der Winkel im Dreieck muss berechnet werden. Richtungswinkel 42,00 abzüglich 32,00 ergibt einen Winkel im Dreieck von 10,00'. Die Hypotenuse hat eine der Karte entnommene Länge von etwa 3600 Metern. Da wir uns im dritten Quadranten bewegen, stellt die Länge der Gegenkathete eine negative Verschiebung des Ostwertes und die Länge der Ankathete eine negative Verschiebung des Nordwertes dar. Die Berechnung der Gegenkathete ergibt einen Wert von etwa 2993 Metern. Die Berechnung der Ankathete ergibt einen Wert von etwa 2003 Metern. Bei der Berechnung des Planzeigers des Nullpunktes C wird vom Ostwert des Standortes die Länge der Gegenkathete abgezogen. Der Nordwert des Standortes wird um die Länge der Ankathete vermindert. Die optische Überprüfung im UTM-Gitter zeigt, dass der berechnete Planzeiger richtig ist. Abschließend führen wir die Bestimmung der Koordinaten von Nullpunkt D im vierten Quadranten durch. Der Nullpunkt soll sich hier befinden. Zu diesem Nullpunkt D messen wir einen Richtungswinkel von 54,00'. Wir bilden ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Hypotenuse den Alt- und den Neuwert verbindet. Der Winkel im Dreieck muss berechnet werden. 64,00 abzüglich Richtungswinkel 54,00 ergibt einen Winkel im Dreieck von 10,00'. Die Hypotenuse hat eine der Karten entnommene Länge von etwa 3600 Metern. Da wir uns im vierten Quadranten bewegen, stellt die Länge der Gegenkathete eine negative Verschiebung des Ostwertes und die Länge der Ankathete eine positive Verschiebung des Nordwertes dar. Die Berechnung der Gegenkathete ergibt einen Wert von etwa 2993 Metern.
Die Berechnung der Ankathete ergibt einen Wert von etwa 2003 Metern. Bei der Berechnung des Planzeigers des Neupunktes D wird vom Ostwert des Standortes die Länge der Gegenkathete abgezogen. Der Nordwert des Standortes wird um die Länge der Ankathete erhöht. Allein die optische Überprüfung im UTM-Gitter zeigt schon, dass der berechnete Planzeiger richtig ist. Damit hätten wir das Verfahren des Vorwärtseinschneidens aus allen Blickwinkeln erläutert. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der jeweils ermittelte Planzeiger in seiner Genauigkeit von der Genauigkeit der für die Ermittlung notwendigen Daten abhängt. In unserem Fall haben wir für die Hypotenuse jeweils einen Kartenwert zugrunde gelegt. Heute könnte ich natürlich einen Laser zur Entfernungsmessung einsetzen. Die Genauigkeit des ermittelten neuen Planzeigers würde zunehmen. Wenn in der Vergangenheit der Neupunkt nicht direkt vom Standort einsehbar war, musste das Verfahren des Vorwärtseinschneidens in Serie, das heißt über das Ermitteln mehrerer Neupunkte, also mit Winkelzügen durchgeführt werden. Jede Ungenauigkeit führte dabei zu Abweichungen in der Bestimmung des Standortes des Geschützes, die in Verbindung mit anderen Ungenauigkeiten Abweichungen beim Schießen bedeuteten. Ich hoffe, dass dieses Video Ihnen einen kleinen Einblick in die Vermessungsarbeit der Artillerie vor der Digitalisierung der Systeme gegeben hat. Wenn Sie sich weiter über die Artillerie vor der Digitalisierung informieren möchten, empfehle ich Ihnen die weiteren Videos auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.